Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zahltag 2 Box von Bassultan Hengst. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zahltag von Bassultan Hengst bzw. Zahltag 2, Zahltag Riot. Wir sehen hier auf dem Cover Bassultan Hengst, hier mit Hoodie, mit Kapuzenpullover und der rechten Hand zu einer Pistole geformt, auf sich selbst gezielt. Oben sehen wir Bassultan Hengst Zahltag, wobei der Zweier hier als Z fungiert und daneben noch diese zwei roten Striche, also ebenfalls nochmal für die 2 und darunter den Untertitel Riot. Der erste Teil Zahltag kam ja im Jahr 2009 und war vom Inhalt eher hart. Deshalb wurde das Album dann Ende 2009 auch indiziert. Jetzt, knapp 8 Jahre später, der Nachfolger. Und wir schauen mal, wie das Ganze so aussieht. Die Box, relativ unübliche Form, ist dem Umstand geschuldet, dass wir hier drinnen auch noch einen Kopfhörer vorfinden werden. Die linke Seite, bzw. rechte Seite grau. Linke Seite ebenfalls glatt grau. Auf der Rückseite haben wir nochmal diese zwei roten Streifen. Hier noch die Infos, die Credits bzw. einen Barcode. Unterseite ebenfalls grau, Oberseite ebenfalls grau. Dann würde ich sagen, wir öffnen das Ganze mal. So, dann kommt uns hier noch eine Box entgegen. In dieser sind dann wohl die Kopfhörer. Hier ist ein bisschen Plastik. Luftpolster. Und hier ist dann der eigentliche Inhalt noch. Schauen wir gleich mal, was wir hier haben. Ups. So, Box gehen wir mal weg. Also, Box ist von innen glatt schwarz. Wir haben hier einmal die Kopfhörer. In dieser Schachtel wird dann auch wohl der Stressball drin sein. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Einmal die Zahltag 2 Remixes. Die Instrumentals zum Album, das geheime Album und das Album Zahltag 2 an sich. Wie immer starten wir mit dem Album an sich, Zahltag Riot, Zahltag 2. Wir haben hier auch diese zwei roten Streifen, die Sie auch hier rechts unten im Eck wiederfinden. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 13 Stück an der Zahl. Wir haben bei den 13 Tracks zwei Features, nämlich einmal King Orgasmus One und einmal Oleg Sesh, ansonsten keine Features. Meine zwei Favoriten-Tracks sind einmal Nummer 2, Riot, wurde auch meines Wissens als Video ausgekoppelt, und dann noch Track Nummer 13, Statements, die haben mir am besten gefallen. Auch hier wieder ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Okay. Fangen wir mal an mit dem Booklet. Also Cover kennen wir bereits. Hier nochmal Hengst, der uns die 2 zeigt. Rap braucht kein Abitur, 2003. Achso, okay, das heißt, er dürfte jetzt hier die Diskografie seiner bisherigen Veröffentlichungen aufführen. Berliner Schnauze 2006, Schmetterlingseffekt 2007. Dann haben wir hier noch Aufnahmen, es wird wohl auch Berlin sein. Zahltag 2009, genau, also das war eben der Vorgänger. Hier fehlen natürlich dann die anderen Alben, ich weiß nicht, ob das vielleicht absichtlich gemacht wurde, wo Bassultan Hengst ein bisschen einen musikalischen Turnaround gemacht hat. Das waren dann diese Alben wie Endlich Erwachsen, diese Pop-Rocks-Geschichten. Ah, wie hat das Album damals geheißen? Endlich Erwachsen, Musik für Weibers, so diese Geschichten, haben mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut gefallen. Also ich bin eher der Fan von so Sachen wie Zahltag, aber auch Schmetterlingseffekt, aber dieses ganze Poppige ist jetzt nicht so mein Fall. Also Zahltag, Schmetterlingseffekt, auf jeden Fall bessere Alben als jetzt zum Beispiel Musik für Weibers. Okay, dann haben wir die CD an sich, diese in schwarz gehalten
und hier oben noch der Schriftzug Basel, dann Hengst, Zahltag, Riot. Auf der Rückseite sehen wir, wer die Tracks gemastert hat bzw. gemixt und produziert. Also die Beteiligten werden hier erwähnt. Dann haben wir die Instrumentals zum Album, hier in einer gelben Hülle, nur mit dem Zusatz eben Instrumental. 13 Stück an der Zahl, sprich alle Tracks, die auf dem Album drauf sind, auch hier als Instrumentals. Die CD ebenfalls in gelb und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir Remix, Basel Hengst Zahltag 2 Remix. 6 Stück wurden hier geremixt von Basel den Hengst, also er dürfte selber die Remix-Beats produziert haben. Also von diesen 13 Tracks des Albums, 6 hier als Remix-Versionen. Die CD ebenso wie die Hülle in Rot. Ebenfalls eine Papphülle. Und dann haben wir noch das geheime Album, also das heißt anscheinend wirklich so, das geheime Album. Danke für den Support und den Kauf meiner Box. Dein Vertrauen hier wird hiermit belohnt. Du hältst ein Secret-Album in den Händen, welches nirgendwo anders weiter veröffentlicht wird. Was du dann hängst. Also 10 Tracks, produziert von Yoko Beats, Paul Blaze und BMC East Block. Ansonsten, ja nochmal East Block, hauptsächlich Yoko Beats. 10 Tracks, allesamt scheinbar Solo-Tracks ohne Features. Wobei, nein, hier, AFD featuring Algier ist ein Feature, klar. Ansonsten Solo-Tracks. So sieht die CD aus. Hengst mit Zigarette. Und diese Papphülle in schwarz. Ist von der Gestaltung her interessant, weil wenn man die drei jetzt hier so hernimmt, schwarz, rot, gelb, gibt es dann die Farben Deutschlands. Und dann haben wir eine Autogrammkarte, auf der Vorderseite Hengst, Rückseite weiß, was halt natürlich auffällt. Ach, die Unterschrift wurde aufgedruckt, das heißt, hier wurde nicht unterschrieben, das Ganze ist einfach nur gedruckt. Ist natürlich schade, wenn man das bei Autogrammkarten so macht, finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwach. Naja. Dann haben wir noch eine weitere Box, Basel und Hengst lesen wir hier, der bekannte Schriftzug. Ansonsten, okay, hier haben wir noch Infos. Warnung: Kopfhörer nur in angenehmer Lautstärke verwenden. Zu laut verwendete Kopfhörer können Ihr Gehör schädigen. Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr bitte Kopfhörer während des Fahrradfahrens, Motorradfahrens und Autofahrens nicht verwenden. Alles klar. Dann haben wir noch die technischen Details. Das Ganze ein Pappschuber, der sich hier abnehmen lässt. Und dann kommt diese Box hier zum Vorschein, diese ist komplett in schwarz gehalten. Dann haben wir hier die Kopfhörer inklusive Kabel und hier ist dann auch noch der Stressball. Das einfach, ja, nur zur Stabilisierung und hier eben das Plastik, wo das Ganze drinnen gelegen ist. Machen wir mal weg. Also wir haben hier noch einen Stressball in schwarz mit weißem oder hellgrauem Basel und Hengst Schriftzug. Boah, weiß nicht, ob der einfach nur ein bisschen kalt ist, aber er ist auf jeden Fall verdammt schwer zu kneten. Also muss ich ehrlich sagen, die Stressbälle, die ich kenne, die gehen deutlich leichter. Der ist echt, echt schwere Arbeit. Ist die Frage, ob der einfach noch sich vom Material dann noch etwas anpasst und das dann mit der Zeit leichter geht, aber in der jetzigen Konstellation oder in der jetzigen Form ist das echt, echt hart. Dann haben wir die Kopfhörer. So, diese in schwarz gehalten, hier oben mit schwarzer Polsterung, hier diese Elemente in Silber, auch hier in Silber. Und dann haben wir hier an der Seite Bass-Sultan Hengst stehen. An den Ohrenteilen jeweils. Gefällt mir vom Design echt gut. Sind, soweit ich es beurteilen kann, 1:1 dieselben, die wir damals hatten bei
Esther. Esther bei seiner Bester-Box hatte das ja auch. Also vom Design her sind die, glaube ich, ident. Lediglich hier an den Ohrenteilen, an den Hörern der Unterschied. Wobei ich sagen muss, dass die mir von Hengst ehrlich gesagt besser gefallen, weil ich das jetzt nicht so schön finde hier in diesem Weiß-Hellgrau. Da gefällt mir das hier von Hengst, dass das in Schwarz ist, deutlich besser. Aber Geschmackssache. Wir haben natürlich auch noch ein Kabel dazu bekommen. Reguläre Klinkenstecker, also so AUX-Kabel. Einer geht natürlich hier rein und das andere Ende, je nachdem, in euren Laptop, Computer, Handy, MP3-Player etc. Gefallen mir von der Optik, wie gesagt, echt gut. Komfort, ja, was lesen wir hier noch? Made by 4Merch. Ansonsten haben wir keinerlei Hinweise dazu, zu Material oder so. Es sind so, ich sag mal, reguläre Boxkopfhörer. Also, nachdem die Box ja auch meistens nur so 30, 35, maximal 40 Euro kostet, kann man da jetzt keine, ja, Hightech oder die riesen Sennheiser oder AKG-Kopfhörer erwarten. Aber als Boxinhalt finde ich die echt gelungen. Wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in dem Album befindet, in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Kopfhörer inklusive des Kabels. Der Stressball. Die Autogrammkarte, leider bedruckt. Das geheime Album. Die Remix-Versionen des Albums, 6 Stück. Die Instrumentals zum Album. Und das Album Zahltag 2 Riot an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Zahltag 2 von Bassultan Hengst. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bassultan Hengst unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.